Klaas führt für alle aktuellen Traktoren mit stufenlosem Sematikgetriebe neue Getriebefunktionalitäten ein. Diese steigern sowohl den Fahrkomfort als auch die Fahrsicherheit im gruppierten Gelände. Zusätzlich zu der bekannten Anhängerstreckbremse mit Bremspedal und C-Motion Multifunktionsgriff kann der Fahrer diese Funktionen jetzt auch mit Bremspedal und Fahrpedal nutzen. Das gleichzeitige dosierte Ansteuern der Anhängerbremse mit Erhöhung der Zugkraft durch den Traktor hält das Gespann an steilen Straßenpassagen gestreckt und leichter kontrollierbar. Die Funktion kann aus dem Fahrzeugstillstand heraus zum Anfahren und bei jeder Geschwindigkeit genutzt werden. Um auf abschüssigen Straßen die vom Fahrer gewünschte Geschwindigkeit stabiler zu halten, wird über das Motorgetriebemanagement automatisch die Motorbremswirkung erhöht. Der Fahrer kann sich dadurch ganz auf den Verkehr konzentrieren. Durch Drücken des C-Motion Multifunktionsgriffes kann er aber auch die Motorbremswirkung proportional verringern. Wird auf abschüssigen Straßen der Tempomat genutzt, ist diese automatische Motorbremswirkung stärker ausgeprägt und der Allradantrieb schaltet sich bei Bedarf selbstständig zu. Da das Motorgetriebemanagement diese Funktion kontrolliert, ist dabei natürlich der Motor vor Überdrehen geschützt. Ebenfalls neu ist die Möglichkeit, den Tempomaten über das Fahrpedal zu deaktivieren. Überschreitet der Fahrer mit dem Fahrpedal den aktivierten Tempomatwert, schaltet sich dieser ab. Die Geschwindigkeit wird dann ausschließlich mit dem Fußpedal gesteuert. Diese Funktion lässt sich im CBIS-Menü auch deaktivieren. Dadurch wird die aktivierte Tempomatgeschwindigkeit über das Fahrpedal nur kurzfristig übersteuert, lässt der Fahrer das Fahrpedal wieder los, kehrt der Traktor zur Tempomatgeschwindigkeit zurück. Bei dem Axion 900 und 800 C-Matic wurde das Reversierverhalten am Hang für den ersten Fahrbereich weiter optimiert. Das macht das Arbeiten für den Fahrer beispielsweise beim Arbeiten auf dem Silo komfortabler.